Jo Leute, und was geht ab? Hier ist wieder euer Glitch AP mit einem Video. Und ja, erstmal muss ich Danke sagen an all die Leute, die neu hinzugekommen sind. Noch erstmal Danke an die 300 Abos. Finde ich auf jeden Fall echt korrekt von euch. Dann muss ich noch sagen, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne Courses abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Auf jeden Fall in diesem Video habe ich für euch den Glitch, der zwar etwas länger dauert, aber diesen Glitch könnt ihr wirklich übelst heftig gemoddete Outfits bekommen. Zum Beispiel so eins, wie ich gerade hier im Hintergrund habe. Ja, auf jeden Fall, der Glitch ist super easy. Kann jeder von euch machen. Ihr braucht eigentlich so gut wie nichts, außer im Story-Modus ein bisschen Spielstand. Und was ihr da dafür auch noch braucht, im Regisseur-Modus einmal müsst ihr die Tiere freigeschaltet haben. Also einmal einen Vogel, irgendein Vogel, egal welcher, irgendeiner halt fliegen kann. Und noch bei den Gitarren Charakter natürlich. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall das Video. Let's go! So, das erste, was ihr tun müsst, ist euch in den Story-Modus zu begeben. Ihr könnt jetzt den Charakter auswählen eurer Wahl. Das ist dann euch überlassen. Aber ihr müsst dann, wie gesagt, einen Vogel freigeschaltet haben, der Schuss-Modus. Den könnt ihr durch diese Pioti-Pflanze finden. Die sind ja auf der ganzen Map verteilt. Gibt es auch verschiedene Vögel. Falls ihr noch keinen Vogel habt, guckt ihr einfach auf YouTube nach diesen Locations von den Pioti-Früchten. Da haben viele Leute Videos drüber hochgeladen. Einfach das Tier dann freischalten und dann könnt ihr auch den Glitch schon machen. So, wir sind auf jeden Fall im Story-Modus angekommen. Jetzt öffnet ihr erstmal euer Interaktionsmenü. Und dann geht ihr direkt in den Regisseur-Modus. Im Regisseur-Modus ankommen, geht ihr erstmal auf Akteure und speichert euch mal euren GTA Online Charakter, also mit dem ihr die Outfits haben wollt, und als zweiten Slot noch ein Vogel in die Favoritenliste ab. Bei mir könnt ihr jetzt sehen, ich habe die Favoritenliste voll hier schon mit Outfits. Die allerdings habe ich am C-Füßer gemacht, weil solche Outfits kann man halt einfach nicht finden. Aber allein schon die, wo man hier durch diesen Glitch bekommen kann, sind ultra heftig. Und ihr müsst halt schauen, falls ihr auch eben diese Liste voll habt, dass ihr mindestens zwei Slots noch frei habt, also bloß 8 Outfits drin habt. Weil ihr müsst halt, wie gesagt, den GTA Online Charakter drin haben und den Vogel. So. Ihr macht den einfach rein, also GTA Online Charakter und den Vogel, je nachdem, wenn ihr es halt mit dem weiblichen machen wollt oder mit dem männlichen, einfach beide reinmachen. So, und dann geht ihr am besten nochmal Favoritenliste und guckt mal nach, weil ihr müsst oben den GTA Online Charakter haben und unten den Vogel. Ihr könnt den Vogel nehmen nach eurer Wahl, ich nehme jetzt den Komodan, weil ich das sonst auch immer genommen habe, und ich finde ihn halt einfach, ja, mir gefällt dieser Vogel einfach. So, auf jeden Fall, wenn ihr das soweit habt, geht ihr wieder zurück in den Story-Modus. Hier ankommen im Story-Modus wartet ihr am besten noch kurz, bis dieser Ladekreis eben weg ist. Dann geht ihr wieder zurück in den Online-Modus. So, seid ihr jetzt angekommen im Online-Modus wieder, öffnet ihr erstmal euer Interaktionsmenü und geht mal auf Spawn Location. Die Spawn Location stellt ihr mal um auf letzter Ort. Und jetzt fahrt ihr einfach mit irgendeinem Fahrzeug, oder in meinem Fall, ich bin jetzt gerade hier in meinem Racebank Tower, fliegt mit dem Helikopter raus, begibt euch jetzt einfach zu dem Zeitrennen. Zeitrennen ist dieses lilane Uhrzeichen, was auf der Karte angezeigt wird, das sich übrigens auch jede Woche ändert. Das heißt, jede Woche ist es an einem anderen Ort. Bei mir, in meinem Fall, war das jetzt noch hier hinten bei dieser Fabrik, und diesmal ist es eben schon woanders. Also wundert euch nicht, das ändert sich jede Woche.
Seid ihr dann beim Zeitrennen angekommen, stellt ihr einfach mal euer Fahrzeug her. Also irgendein Fahrzeug von euch, egal welches. Es muss halt eins sein, mit dem ihr auch Zeitrennen starten könnt. Das heißt, keine Spezialfahrzeuge und keine Fahrzeuge mit Boost, außer Vigilante, über der geht es. Was ihr auch machen könnt, falls ihr jetzt keins haben solltet oder einfach keine Lust habt, es zu bestellen oder keinen Bock habt zu warten, einfach ein Fahrzeug von der Straße klauen, ein NPC-Fahrzeug und einfach das benutzen. So, meins ist angekommen. Jetzt fahrt ihr einfach zum Zeitrennen hin. Fahrt auch direkt in den Kreis rein und drückt dann Pfeil nach rechts zum Starten. Sobald es dann gestartet ist, wartet ihr noch kurz so 3 Sekunden und wechselt dann wieder zurück in den Story-Modus. Seid ihr dann im Story-Modus ankommen mit dem Charakter, mit dem ihr auch vorher schon im Regisseur-Modus wart, geht ihr hin, öffnet euer Interaktionsmenü und geht wieder in den Regisseur-Modus. Seid ihr im Regisseur-Modus angekommen, geht ihr diesmal auf Favoriten und geht dann runter bis auf GTA Online 1 Charakter. Und jetzt switcht ihr einfach zwischen Vogel und euren GTA Online Charakter hin und her. Dann müsst ihr auch schon sehen, dass sich eure Vögel duplizieren. Wenn es bei euch nicht der Fall sein sollte, einfach nochmal rauslöschen aus der Favoritenliste, wieder einfügen und nochmal neu mit den Zeitrennen starten. Jetzt macht ihr das einfach so lange, bis euer GTA Online Charakter auf den Heuballen steht. Das sind ungefähr 30 Minuten. Sollte euer Online Charakter dann auf dem Heuballen stehen, bei den Tieren und links mit dem Namen von dem Vogel, habt ihr bis jetzt schon mal alles richtig gemacht. Und jetzt drückt einfach Kreis. Und drückt einfach so lange Kreis, bis ihr in diesem normalen Menü, also nicht mehr Favoritenmenü seid, sondern hier bei Casting-Menü. Und jetzt geht einfach auf Akteure und könnt euch irgendwas aussuchen, außer GTA Online Charaktere und Tiere. Ich nehme zum Beispiel gerne Notfalldienste. Und ja, seid auf irgendwas drauf, ich bin zum Beispiel auf Küstenwache und dann drückt ihr einfach Viereck. Einfach die ganze Zeit Viereck drücken und jedes Mal, wenn ihr Viereck drückt, werden automatisch zufällig welche Outfits generiert. Es werden zufällig Outfits, also gemoddete Outfits hier, erstellt, die verschiedene von Klamotten drauf haben. Manchmal sogar übelst viele aufeinander oder teilweise echt seltene Sachen. Könnt auf jeden Fall echt heftige Klamotten rausbekommen. Ihr müsst allerdings aufpassen hier, weil manche Autos haben gebacklässige Sachen drauf, wie zum Beispiel diesen Polizeigürtel mit dem Knüppel dran oder Weihnachtsklamotten. Oder was es auch gibt, sind gebacklässige Sticker. Es sind solche Aufkleber, die ihr manchmal sogar noch nicht mal eben sieht, eben die gebacklässig sind und deswegen kann es auch sein, dass ihr das Outfit nicht online bekommen werdet. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Und auch ganz wichtig ist, ihr könnt nur diese Outfits online holen, die auch eine Weihnachtsmaske besitzt, wie zum Beispiel das hier. Zum Beispiel Nikolausmaske, Pinguin oder dieser Lebkuchen. Was man auch nur mit diesem Glitch bekommen kann, ist das IA-Zeichen. Das IA-Zeichen ist nämlich, aus meiner Sicht, finde ich echt cool, weil ihr das auf alle Outfits übertragen könnt. Das ist auch echt selten momentan und ihr könnt euch damit auch echt geile Roleplay-Outfits erstellen. Solltet ihr jetzt mal so ein Outfit gefunden haben mit diesem IA-Zeichen, dann könnt ihr gerade hier schon sehen, es ist manchmal nicht so ganz gut sichtbar und ihr findet es halt die ganze Zeit bloß ohne Weihnachtsmaske, dann speichert ihr euch das einfach ab mit Dreieck in die Favoritenliste und sucht dann weiter nach dem Outfit, nach irgendeinem mit Weihnachtsmaske, speichert es auch ab. Wenn ihr dann in der Favoritenliste auf das Outfit draufklickt, wo die Weihnachtsmaske anhat, hat die automatisch das IA-Zeichen mit rüberglitscht. Und dann könnt ihr es auch schon ganz easy online holen. In meinem Fall habe ich eben in der Favoritenliste jetzt eigene Outfits erstellt mit Safe Wizard eben, mit Weihnachtsmaske, die wir jetzt online holen. Aber ihr könnt einfach mit dem Glitch euer
Outfit, das ihr gefunden habt, einfach online holen. Ihr könnt auch eben mit diesem Glitch alle Joggerhosen wiederbekommen. Und ja, wenn jetzt das Outfit eben nach eurer Wahl habt in der Favoritenliste, geht einfach mit dem in den Regisseur-Modus rein. Seid ihr dann dort angekommen, wartet einfach mal ein paar Sekunden. Und jetzt öffnet ihr einfach euer Interaktionsmenü und geht raus aus dem Regisseur-Modus. Oder ihr könnt auch vorne unten gedrückt halten und wieder über das Story-Modus da wieder zurück ins Story-Modus. Geht genauso. Und jetzt müsstet ihr mit diesem Outfit eben, was ihr habt, im Story-Modus spawnen. Und dort wartet ihr auch wieder ein paar Sekunden. Und jetzt öffnet ihr euer Startmenü, geht auf Online. Und jetzt könnt ihr entweder auf Editor klicken oder geht auf GTA Online spielen, macht eine Sitzung für Spiele mit Einladung oder ihr macht eine Solo-Sitzung. Das Ganze könnt ihr selber entscheiden, ist an euch überlassen. Und was ich noch dazu sagen muss, ist, dass manchmal passieren kann, wenn ihr vom Regisseur-Modus aus das Outfit rausglitscht in den Story-Modus, dass manchmal eben passieren kann, dass ihr einen CE-Fehler bekommt vom PlayStation aus. Weil dann wird das Spiel einfach automatisch ja geschlossen und dann ist es in meisten Fällen auch so, dass euer Outfit weg ist. Und dann solltet ihr auch schon im Online-Modus mit eurem Outfit spawnen. Falls ihr jetzt mit so einem Jogginghosen-Outfit spawnt, dann hattet ihr irgendwas geblacklistet auf dem Outfit. Und ja, ihr könnt auch leider die Duffelbags, also ich glaube Würfeltaschen, nicht online holen mit diesem Glitch. Aber falls ihr welche findet mit Weihnachtsmaske, speichert die auf jeden Fall schon mal ab. Weil ich habe noch einen anderen Glitch für euch, wie ihr dann eben diese Taschen bekommt. Der ist sogar ziemlich ähnlich. Den werde ich auf jeden Fall für euch hochladen. Wenn ich sehe, dass euch hier meine Videos gefallen, also flügelt auf jeden Fall den Like-Button. Schreibt mir in die Kommentare. Und ja, auch falls ihr Fragen habt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ich versuche es euch auf jeden Fall zu beantworten. Ich bin auf jeden Fall raus für heute. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Und ciao.